Das ist ja teilweise wirklich irre. Das ist ja teilweise irre. Jetzt wird ja wirklich diskutiert, dass wir die Schuldenbremse dafür aufheben, dass wir jetzt noch mehr Waffen in die Ukraine schicken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da ist mir noch mal eingefallen, was die letzte PISA-Studie ergeben hat. Nur mal ein Problembereich. Also, dass die Schüler in Deutschland in der Schule nicht mehr richtig lesen, rechnen und schreiben lernen. In einem Land, wo allseits über Fachkräftemangel geklagt wird. Ich frage mich auch immer, warum diese zwei Debatten eigentlich nie zusammengeführt werden. Fachkräftemangel, man hat immer das Gefühl, das ist so ein vom Himmel gefallenes Problem. Wir haben Fachkräftemangel, deswegen müssen wir viele Fachkräfte nach Deutschland holen. Und dann gibt es am nächsten Tag eine Schlagzeile, ja, also Schulabbrecher in Deutschland, Rekordniveau. Ich glaube, wir sind gerade mal noch von Rumänien überholt, ansonsten sind wir da wirklich ganz oben. Die Leistungen in der Schule, da sind wir Schlusslicht. Aber das passt irgendwie nie zusammen. Und dann in einer Situation, wo wir offenbar nicht genug Geld haben, um Schulgebäude in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, um genug Lehrer einzustellen, um irgendwie auch vielleicht diese Folgen, die ja auch aus der Corona-Zeit teilweise noch kommen, dass die vielen Schüler eben anderthalb Jahre draußen waren und nicht richtig lernen konnten, um das auszugleichen, um auch Deutschdefizite auszugleichen. Das ist ja der zweite Teil der Wahrheit, den man schon auch aussprechen muss. Es gibt natürlich gerade in den Schulen, wo die Menschen in den Vierteln, wo nicht gerade die Reichen leben, gibt es sehr viele Schülerinnen und Schüler, die einfach in der ersten Klasse kein Wort Deutsch können. Das heißt, auch dafür müssten gerade diese Schulen besonders begünstigt werden. Es müssten besonders viele Lehrer hingegeben werden. Nein, da hat man kein Geld. Und dadurch, dass man sagt, na, das machen ja die Länder, ist ja der Bund auch fein raus. Aber man hat dafür kein Geld, weil man hat ja die Schuldenbremse. Aber wenn es jetzt darum geht, Waffen zu liefern, da kommen diese verrückten Politiker auf die Idee, dafür, da kann man doch die Schuldenbremse aufheben. Also ich glaube, in Zukunft ist deren Plan, lernen die Schüler am besten gleich in der Schule nur noch Handgranaten zu basteln, da brauchen sie nicht mehr rechnen und nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben. Was wollen die aus unserem Land machen? Mein Gott, unsere Stärken, das ist doch unsere Menschen, die wir bilden. Und da höre ich immer eine Riesendebatte über künstliche Intelligenz. Wir sollten endlich Geld in die natürliche Intelligenz unserer Kinder investieren. Dafür brauchen wir das und nicht für Rüstung. Absolut. Also hier sieht man auch wieder, wo die stärkste Lobby sitzt, beziehungsweise wo die stärkeren Interessen sitzen. Also wenn mehr Geld für Bildung ausgegeben soll, wenn eine strategische Industriepolitik gemacht werden soll, wenn Geld in Industrie gesteckt werden soll, dann gilt die Schuldenbremse, dann muss der Staat auf jeden Fall seine Investitionen kürzen. Wenn mehr Geld in die Rente gesteckt werden soll, dann gilt erst recht die Schuldenbremse, die Interessen von Rentnern, die Interessen vom Mittelstand, ja selbst die Interessen der Industrie sind nicht wichtig genug, um die Schuldenbremse aufzubrechen. Ein großer Sieg der Neoliberalen, die damals in unsere Verfassung reingeschrieben haben, eine Regel, die nicht in unsere Verfassung gehört, da sie das Haushaltsrecht des Bundestages angreift und ihm verbietet, eine vernünftige Finanzpolitik zu machen. Aber sobald die Interessen der Rüstungslobby bzw. die Interessen unseres amerikanischen Hegemons irgendwie von der Schuldenbremse tangiert werden, dann kann sie ohne Probleme ausgesetzt oder sogar aufgehoben werden. Das haben wir ja beim Sondervermögen für die Bundeswehr gesehen, das in unsere Verfassung reingeschrieben wurde. Und jetzt gibt es schon erste Politiker, die eine Aufhebung der Schuldenbremse fordern, nur um noch mehr Geld für Aufrüstung verpulvern zu können. Aber dann kommt natürlich das Totschlagargument. Wenn wir das nicht machen, wenn wir jetzt nicht hochrüsten, wenn wir nicht die Ukraine immer mehr mit Waffen versorgen, dann steht der Putin, dann steht der Russe vor der Tür. Das scheint ja so eine Urangst zu sein in Deutschland. Der Russe steht vor der Tür. Also die Älteren werden sich erinnern, in den 50er Jahren stand der auch immer vor der Tür. Nun war er da auch noch relativ nah, war er sozusagen, dann kann man ja sagen, die ersten Anlagen vielleicht in Thüringen, da war noch ein bisschen vor der Tür. Aber jetzt ist er ja doch deutlich weiter weg. Aber nein, die Debatte in Deutschland ist schon wieder, der Russe steht vor der Tür. Ich frage mich, für wie blöd halten die uns eigentlich? Eine Armee, die nicht in der Lage war, und das hat er ja leider wirklich versucht, die nicht in der Lage... Russland würde sich auch in keinen direkten Krieg mit der NATO wagen. Also der Grund, warum die Ukraine angegriffen wurde, war ja, dass die NATO versucht hat, sie in ihren Einfluss zu ziehen. Und das wollte Russland eben verhindern. Aber die Länder, die schon in der NATO sind, die sind mehr oder weniger verloren.
Lage war, Kiew einzunehmen. Also dass die demnächst fähig sein sollte, Berlin zu erobern oder gar hier im schönen Bayern einzumarschieren. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und ich finde auch da, das ist eine Beleidigung unserer Intelligenz. Wir müssen runter von dieser Debatte. Wir können Frieden nicht durch immer mehr Hochrüstung und immer mehr Abschreckung wirklich in Gang setzen. Das ist doch der pure Wahnsinn. Jeder weiß, einen Krieg, zumal einen Krieg mit einer Atommacht, den würde niemand überleben. Da gilt wieder das, was der Papst gesagt hat. Da haben alle verloren, und zwar dann wirklich in einer ganz dramatischen Art und Weise, weil dann ist unser Kontinent unbewohnbar. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, wieder auf bessere Beziehungen und auf auch wieder Verträge, auf Vertrauensbildung zu setzen. Wir haben doch gar keine andere Chance. Wir leben in einer Welt, wo die Menschheit sich vernichten kann. Und in einer solchen Welt darf man nicht Kriegsspiele sich im Kopf ausdenken, sondern muss alles daran setzen, dass Krieg nie wieder eine Möglichkeit wird hier in Europa und dass der Krieg, der tot beendet wird, ganz schnell beendet wird, ehe er ist. Aber das Erstaunliche ist auch, dass offenbar die anderen europäischen Länder gar nicht so viel Angst davor haben, dass der Russe vor der Tür steht. Also es ist auch irgendwie bemerkenswert. Ich habe mir das letztens mal angeguckt, ich wollte es erst gar nicht glauben. Wir geben tatsächlich 30 Mal so viel für Waffenlieferung an die Ukraine aus, wie die Franzosen das machen. 30. Ja, auch andere europäische Länder fahren ähnlich katastrophale Außenpolitik wie Deutschland. Aber das an Irrsinnigkeit, was die deutsche Außenpolitik erreicht hat, das ist halt schwer einzuholen. So könnte man das, glaube ich, einordnen. Also, dass sich Frankreich überhaupt an diesen Waffenlieferungen beteiligt, ist gegen französische Interessen. Auch in französischem Interesse wäre ein schneller Frieden mit Russland und wieder günstige Energielieferungen zu bekommen. Aber die Bundesregierung, die zapft wirklich aus dem Vollen. Wie gesagt, es wird darüber diskutiert, dass die Schuldenbremse aufgehoben werden soll. Es geht ja also um hunderte Milliarden Euro, die noch zusätzlich in Aufrüstung gesteckt werden sollen. Nicht mal so viel. Das sind irre Summen, was wir da schon verpulvert haben. Und mehr als 20 Mal so viel wie die Italiener. Und selbst die Briten geben nicht so viel Geld dafür aus. Wir machen hier wirklich nach den USA den allergrößten Teil des Militärbudgets. Also offenbar woanders in den europäischen Hauptstädten hat man davor nicht so viel Angst. Und mir wurde ja wirklich mal unterstellt, oder es wurde sich ja empört, dass ich gesagt hatte, wir haben die dümmste Regierung in Europa. Aber ich glaube, inzwischen muss man das sogar noch eigentlich ergänzen. Wir haben auch die gefährlichste Regierung in Europa. Und auch das ist etwas, was so nicht weitergehen darf. Und jetzt habe ich gelesen, also jetzt war ja Olaf Scholz war ja mal wieder in Washington. Das sind ja auch immer so denkwürdige Ereignisse. Und dann stand in einer Zeitung 105 kostbare Minuten, die Scholz bei Biden verbracht hat. Da habe ich mir gedacht, kostbar, vielleicht eher kostspielig. Weil ich fürchte, er hat da wieder den nächsten Waffencheck in Auftrag gekriegt. Wenn die USA nicht mehr so viel Geld überweisen wollen, dann soll ja Deutschland einspringen. Und ich habe mich auch erinnert, so diese Gespräche mit Biden, die sind für Scholz irgendwie nie so richtig gut ausgegangen. Also, ich weiß nicht, wie weit ihr euch noch erinnert. Es gab doch ein Treffen Biden-Scholz, danach eine Pressekonferenz, kurz bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, also von den Russen von Zaun gebrochen wurde, kurz vorher. Und da stand Scholz wie so ein begossener Pudel neben Biden. Und Biden hat gesagt, ja, also, da ging es um Nord Stream. Und dann hat Biden gesagt, naja, also wir wissen schon Wege, wie wir das beenden können. Und Scholz guckte da so ein bisschen doof. Und dann hat man zunächst... We will bring it to an end. Das hat Biden gesagt. I promise you, we will bring it to an end. Nachdem die Reporterin ihn gefragt hatte, dass Biden sich so sicher sei, dass Nord Stream 2 auf jeden Fall nicht in Betrieb gehen würde, denn Deutschland sei ja schließlich ein souveränes Land. Das war Bidens Antwort darauf. Also viel mehr muss man dazu, finde ich, nicht wissen. Wer hier der Souverän ist. Ein halbes Jahr nichts davon gehört.
Naja, und dann knallte das Ding in die Luft. Aber irgendwie hat man bis heute nicht rausgefunden, wer das denn gewesen sein könnte. Na, ich sag mal, wem nützt es? Diese alte, schöne Frage, die ist nicht ganz von der Zeit, aus der Zeit gefallen. Aber auch das kann doch nicht wahr sein, dass die sich alles bieten lassen. Wir sind doch ein eigenständiges Land. Wir haben doch eine Regierung, die ist gewählt worden von der Bevölkerung. Dann soll sie doch bitteschön auch die Interessen unseres Landes mal vertreten und sich da nicht irgendwas ins Stammbuch schreiben lassen, was sie dann nur als Erfüllungsgehilfe umsetzt. Wir brauchen doch eine Politik für unsere Bevölkerung. Und das, finde ich, kann man nun wirklich von dieser Regierung erwarten. Und wenn sie das nicht packt, dann brauchen wir eben eine neue. Ja, das Problem ist, dass nur alle 4 Jahre gewählt wird. Also man könnte ja über wichtige Fragen, beispielsweise wie eine Ermittlungskommission zu Nord Stream besetzt sein sollte, auch entscheiden lassen. Also könnte man ja eine Volksabstimmung darüber machen, wo die Opposition einen gewissen Vorschlag darüber hat, wie so eine Ermittlungsgruppe aussehen sollte und in welche Richtung sie ermitteln sollte, was Nord Stream angeht. Und dann könnte man die per Volksabstimmung ansetzen. Das wäre eventuell noch ein zusätzliches Mittel oder was Gaslieferungen aus Russland allgemein angeht. Also ob wir die jetzt zulassen sollen oder ob wir die verweigern sollen. Also auch darüber könnte man Volksabstimmungen durchführen. Also es wäre ein zusätzliches Element, was man auf jeden Fall einführen sollte, damit unfähige Regierungen nicht allzu viel Schaden anrichten.